So, meine Lieben, ich bin schon fertig, wie ihr sehen könnt. Locken sind ready. Ich bin auch schon richtig krass geschminkt für diese Uhrzeit. Das ist 7.23 Uhr. Und ich bin schon ein bisschen spät, weil eigentlich wollte ich schon vor einer Stunde losfahren. Aber, warte, jetzt muss ich mich hinstellen. Die Luisa ist aufgewacht und ich wollte sie noch ein bisschen stillen. Dann hat sie das Ganze gezogen. Ja, auf jeden Fall muss ich jetzt los. Kaffee habe ich hier mit. Mein Outfit habe ich noch nicht an. Das ziehe ich dann erst dort an, weil, ja, wenn ihr diese Stiefel seht, mit denen könnt ihr nicht Auto fahren, deswegen, ja. Aber ich melde mich dann einfach später oder von unterwegs oder von dort oder mal gucken. Also bis dann, tschüss. So, meine Lieben, ich bin schon angekommen in Graz. Ich bin jetzt wirklich 2,5 Stunden durchgefahren ohne Pause. Ich muss jetzt so dringend aufs Klo. Und ich habe mich schon umgezogen im Auto. Und schaut euch mal meine Schuhe an. Zeige ich euch dann später. Auf jeden Fall schaut mal, wie sie ausschauen. Da weiß man auf jeden Fall ganz Bescheid, da ist man richtig. Hier ist einfach alles pink oder Pastell oder Glamour. Ja, gehen wir mal rein. Schaut euch das bitte an, wie geil das ist. Da kann man Fotos machen und da hat man eine Barbie-Box. Da habe ich vorhin schon ein Foto gemacht, das werde ich euch gleich einblenden. Das ist so cool hier und ich muss jetzt gleich rein. Deswegen nehme ich schnell meine Sachen, weil ich habe mich noch schnell angemeldet, war auf Pipi-Box. Und jetzt rein, rein, rein. Ja, auch gleichzeitig noch Lady Boss ist und ein großartiges Business führt. Und ich würde sagen, lange Rede, kurzer Sinn. Gib mir das vor, Verena Rouvier und Janine Kallis. Wir haben jetzt Pause, wir haben uns was zum Essen geholt. Das ist, was ist das? Hühnchen Curry mit Reis. Ich stehe da mit der lieben Sue. Hallo. Ich stehe natürlich gegen das Licht, aber das ist nicht so schlimm. Sie macht auch YouTube und ich werde ihr euch ihren Kanal da unten verlinken. Schaut, eine ganz neue, ja. Eine ganz neue, ja. Aber sehenswert. Wir kennen uns vom Instagram schon ein bisschen und sie ist so eine Süße, also unbedingt abchecken. Sie freut sich so. Und der, schaut einmal an. So schaut das ungefähr aus, wenn 1200 Frauen essen. Voll ruhig, oder? Ja, ja. Stimmt. Meine Wimpern, ich habe heute Wimpern draufgeklebt. Diese habe ich echt super draufgeklebt. Stört mich nicht, aber die stört mich total. Die piekst mich da irgendwie, ich hasse das. Ja. Ich glaube, das Barbie-Shooting. So, wir essen mal und danach geht's hier wieder weiter. So, meine Lieben, wie ihr seht, sitze ich schon im Auto. Ich fahre jetzt nämlich gleich nach Hause. Die Aftershow-Party konnte ich leider nicht bleiben, weil, ja, ich fahre jetzt 2,5 Stunden nach Hause und habe mir gedacht, das kippe ich jetzt einfach. Und ich habe noch ein bisschen geplaudert mit den Mädels, die dort so quasi meine Freundinnen sind und habe mich von denen verabschiedet und bin dann gefahren. Ja. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ich da war. Auf jeden Fall diese spontane Aktion, weil ich bin ja gestern drauf gekommen, dass ich da heute doch her möchte. Ich wollte ja nicht, weil den ganzen Stress mit der Baustelle und so viel zu tun zu Hause, wollte ich einfach nicht quasi, ja, den Papa, die Kinder quasi alle auf dem Hals lassen und dann den Haushalt und ihr wisst schon Bescheid. Aber ich habe mir das mit dem Papa gestern besprochen, dass das so cool wäre für mich, dass ich daher komme. Und ja, das haben wir dann quasi gestern ganz spontan entschlossen, dass ich heute herfahre. Und es war wirklich super. Ich freue mich so, dass ich da war. Es war wirklich mega, mega cool. Und ich habe mich so wohl gefühlt in meinem Outfit. Und ich liebe es einfach. Dieses Kleid ist so schön von Sarah. 30 Euro habe ich gezahlt und es hatten auch ein paar Mädels an.
Aber das war egal, weil jeder hatte es irgendwie anders mit anderen Accessoires und das war irgendwie voll, voll cool. Also ich bin so happy, dass ich heute da war. Es war wirklich wunderschön. Ich habe sehr, sehr viel für mich mitgenommen. Ich bin top motiviert und gebe das dann an meine Mädels weiter, die in meinem Team sind. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass ich heute da war. Ja, aber jetzt fahre ich mal nach Hause zu meiner Family. 2,5 Stunden Autofahrt warten jetzt auf mich. Es ist jetzt 19.20 Uhr und kurz vor, ja, 22 Uhr werde ich dann auch mal zu Hause ankommen und werde euch dann mitnehmen. Bin mal gespannt, ob die Luisa noch wach sein wird und wie sie sich freuen wird. Ah ja, übrigens, Bubis, also ich stille ja die Luisa noch, für die Leute, die das vielleicht nicht wissen, aber die Luisa, ja, stille ich noch. Sie ist 2 Jahre und ich stille sie, also noch nicht, aber sie wird ganz bald 2 Jahre und ich stille sie noch. Auf jeden Fall, ich habe noch gar keine Schmerzen, was gut ist. Ein bisschen spannen sie, also ein ganz leichtes bisschen, aber das ist echt krass, weil ich bin heute, ja, um 6 Uhr oder so los von zu Hause und ja. Also wenn man denkt, das ist jetzt nur also 13 Stunden. Damals, als ich in Hamburg war, war es richtig schlimm. Da war ich schon um 12 Uhr voller Schmerzen und Milchstau und weiß ich nicht was. Und irgendwie hat es mich schon gefrostelt, dass ich dann endlich zu Hause angekommen bin. Aber jetzt geht's gut. Also man merkt richtig, dass die, ja, die Milchproduktion ein bisschen zurückgegangen ist. Und dass die Luisa nicht mehr so viel trinkt wie früher oder wie vor einem halben Jahr zum Beispiel. Ja, wollte ich auch nochmal gesagt haben. Aber wie gesagt, jetzt fahre ich mal nach Hause und dann schauen wir mal, wie die Kinder sich freuen. Meine Kinder, ich habe meine Kinder wieder. Die Luisa zieht an mir. Ich war bei dem. Luisa will das nicht, dass die anderen kommen. Oh. Nein, die Luisa wollte die Sophie wegschupfen. Luisa, Lara, komm her. Schupfen. Ich habe meine Lashes auch gerade runtergetan. So, ihr seht schon, die Luisa braucht mich. Ich muss mich noch abschminken. Ich möchte ein bisschen Zeit mit den Kindern verbringen. Deswegen. Tschüss, meine Lieben. Danke fürs Zuschauen. Ich hier was trinken? Ah, ja. Au. Also, tschüss.